Wir zum Beispiel bei Jung für Matt haben den Austausch mit der Filmakademie in Ludwigsburg, wo wir einmal im Jahr für 6 Wochen ein oder zwei Regisseure zu uns einladen, gar nicht mit der Intention, gemeinsam Filme umzusetzen, sondern um den persönlichen Austausch zu stärken und in der Konsequenz auch zu verstehen, wie junge Regisseure denken und jungen Regisseuren auch die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wie eine Agentur tickt. Ich glaube, dass der Nachwuchs kompromissbereiter ist in dem, was er als Basis braucht und stärker fokussiert ist darauf, inhaltlich voranzukommen. Bewegtbild neu zu denken ist deshalb so wichtig, weil wir halt heute eine viel selbstbestimmendere Audience haben und weil wir auch eine Audience haben, die frei wählen kann. So, und damit haben wir die glückliche Ausgangssituation geschaffen, dass wir nicht mehr die Freiheit haben, langweilen zu dürfen, und Werbung muss halt unterstützen oder unterhalten, und das erzeugen wir nur dann, wenn wir den Qualitätsanspruch an uns selber und auch an die Audience immer wieder hinterfragen und daraufhin auch optimieren. Mir geht es einfach darum, auch Kunden genauso wie Produktionen und Agenturen die Möglichkeit zu geben, auch mal über das eigentliche Briefing hinaus, projektunabhängig, timingunabhängig nachzudenken und zu gucken, was wollen wir eigentlich, was finden wir eigentlich cool und was will eigentlich auch die Zielgruppe, um daraus dann kompromissbereit das zu schaffen, was der nächste Schritt im Bereich Bewegtbildkommunikation sein kann.